Ausstellung Ocean in der Rudolf-Scharf-Galerie habe ich zwei Bojen gebaut. Die bestehen eigentlich aus einem ganz simplen Holzgerüst, aus lackierten, gebogenen Holzleisten. Und der Witz oder der Gag irgendwie dieser Bojen ist letztlich, dass es eigentlich transportable, nicht verortete, fragile Strukturen sind, die leicht transportabel sind, sich leicht zusammenfalten lassen und sich aber hier so ganz fügig in den Raum irgendwie reinlegen und erinnern so ein bisschen an Gerippe oder ja, eben leichte Baukonstruktionen. Und es bestehen aus lackiertem Holz, das ich eben in den vergangenen Monaten in den Radien, die Skulptur eben benötigt, zusammengeleimt habe. Und genau, haben wir eben zusammengebaut mit ganz schlichten Flügelschrauben, eigentlich eine ganz einfache Technik. Ich habe es einmal schon mal geschafft, eine eigenständig aufzubauen bei mir im Atelier. Da brauche ich aber natürlich wahnsinnig viele Stützen von unten. Am einfachsten ist es, man ist zu zweit. Eine hält vorn, der andere hält hinten. Und dann geht es relativ fix so. Genau, ich würde sagen eine Viertelstunde etwa. Und dann steht sie schon. Und sie passt sogar in einen VW-Bus. Also im ersten Obergeschoss habe ich neben meinen Bojen und kleineren Arbeiten aus Zement auch eine große Installation, so raumübergreifend aus Zement, Textilbahnen. Die bestehen aus Pigmenten und Zement, die ich ganz dünn auf Jute gieße. Und durch die Bewegung letztlich von dem Gussvorgang entstehen einfach durch die Kraft des Materials auch einfach so hautähnliche oder so faltige Oberflächenstrukturen. Und das Textil selbst ist sehr flexibel und weich und so auch irgendwie so ein Gegensatz zwischen diesem eigentlich harten Material, das dann letztlich eigentlich so ganz fragil wird. Genau, das benutze ich so eben für solche Rauminstallationen, aber auch Kostüme draus für Tanzperformances. Oder eben auch kleinere Arbeiten auf Keilrahmen. Genau. Was ich an Eva Gentners Arbeiten sehr spannend finde, ist das Spiel mit der Oberfläche, was man besonders gut hier an den Zementteppichen beobachten kann und auch das Spiel aus Nähe und Distanz. Also das Werk ist quasi von der Nähe sehr gut zu betrachten, aber auch aus der Entfernung nimmt es nochmal eine ganz andere Ästhetik wahr. Und das sind sehr fragile Arbeiten, die so ein bisschen vielleicht auch an Haut erinnern oder sich auch wie so eine Landschaft sich dort abzeichnet. Erscheint ein Katalog bzw. eigentlich ein Künstlerbuch mit dem Titel Moby Dick. Und in dem Künstlerbuch letztlich ist ein Langgedicht von mir abgedruckt, das ich verfasst habe, also so im Zuge meiner Recherche zum Ozean oder zu flüchtigen Räumen, ist eben dieses Langgedicht entstanden und aber auch, weil ich mich auch im Zuge dieser Recherche mit Moby Dick auseinandergesetzt habe.
Das hat mich total fasziniert und habe letztlich das Buch irgendwie total auseinandergenommen und irgendwie so meine Gedanken, die ich dazu hatte, in so einer Mindmap verfasst. Und aus der herausgehend entstand das Gedicht, mehrere Videos, aber auch dieses Konzept der Boje und überhaupt so ein, eigentlich so ein ganzes Gedankenkonstrukt hat sich daraus ergeben. Die Mindmap wird auf den Boden übertragen, natürlich irgendwie abgewandelt, weil die Räume oben in dem Videoraum relativ komplex sind. Und es gibt auf dieser Mindmap eben vier große Hauptpunkte und die werden im Raum verteilt eben auf dem Boden geschrieben, in so einer weißen Latexfarbe. Und letztlich wird der Besucher dann in dem Videoraum umherlaufen können, die Videos sehen und sich auf dieser Mindmap bewegen, die irgendwie auch eine Art von Konzeptraum auch irgendwie darstellt.